So, das Probius-Match ist vorbei. War ein nettes Spiel. Jetzt steht ein Supporter dran, Supporter an. Und was nehmen wir denn? Ich habe, glaube ich, schon lange keine Auriel mehr gespielt. Deswegen werden wir mal wieder eine Runde Auriel spielen. Hoffnung besteht immer. So, Auriel steht auf dem Programm. Schon lange nicht mehr gespielt, die gute Auriel. War eine Zeit lang mal einer meiner Lieblingsheiler, aber inzwischen nicht mehr so meine Favoritin. Wir haben einen Silence-Spieler dabei. Valera, Jaina und Badger. Gegnerseite. Oh, eine Tracer. Ach du Schande. Könnte zum Problem werden. Ich werde mit schneller Schwung, glaube ich, spielen, weil ich es mir nicht leisten kann, ewig auf das Q zu warten. Und das ist tatsächlich eine Ewigkeit. Deswegen spielen wir einfach schneller Schwung und ich spiele mit der Jaina in der Hoffnung, dass die was trifft. Come to me. So. Musst du nicht machen, lieber Jaina. Man muss sich immer bewusst machen, dass dass man versuchen muss. Come to me, come to me, hallo. So ist es bestimmt. So sieht's aus. Autsch. Gleich mal eine Kelle gefangen von Liming. Man muss sich immer bewusst machen mit Aurie, dass man versuchen muss, das Target zu switchen. Immer auf das Target zu gehen, was gerade tatsächlich auch im Teamfight ja, die Ziele aufs Korn nimmt. Ich kann da nicht oben alleine bleiben. Ich hoffe, das wissen die. Geht er zu Jin da hoch? Ja, geht er. Jetzt ist dann noch die Tracer. Ihren Job ganz. Oh, unlucky. Jetzt ist zum Beispiel die Jaina im Teamfight. Die Kunst ist dann auch mal was zu treffen. Und deshalb lasse ich die Kronen auch gleich auf ihr. Sie gibt mir natürlich relativ viel Hope. Signale werden aktiviert. Sie müssen sich kontrollieren. Jetzt geht der Butcher rein. Ach, eine kurze Zeit wollte er es. Wechseln wir wieder die Krone auf Jaina. Die Signale sind aktiv. Übernehmen Sie die Kontrolle darüber. Unlucky, der Monster hat ja gegenseitig geblockt. Jetzt kommt der zu Jin noch dazu. Wenn es reicht, Gegner ausgeschaltet. Einen schnellen Schwung habe ich genommen, weil der Thrall relativ schnell angreift in der Zeit, während ich die Q drücke und ich möchte einfach die Möglichkeit haben, dass das relativ zügig geht. Zu Jin bleibt trocken. Er überlebt es. So, jetzt ist der Butcher am Teamfight, das heißt, wir wechseln jetzt. Und ich werde den Radius mitnehmen. Jetzt ist es nicht so schwierig, ja? Der Butcher geht rein, geht er doch nicht. Der Pfad ist leer. Immer die Targets switchen, deswegen hat man ja auch die Krone. Oh, hat sich die Jaina leider nicht erwischt. Wie es eigentlich ist.
Ich werde nicht wanken. Haha, nice play von mir. Würde ich fast mal sagen. Ist gesichert. Für eine Weile. Mit klarem Ziel. Nee, ist schon okay. Brauche ich nicht. Alles gut. Switchen kommt auch so. Klar. Mit Butcher geht wieder rein. Ich werde nicht danken. Hol an. Auf den Butcher wieder lassen, immer die Krone switchen. Butcher ist im Teamfight. Jetzt ist er im Teamfight. Eine würdige Irgendwie Abpingzeit könnte ich nehmen. Automatische Angriffe erzeugen mehr Energie. Ich werde aber die Abpingzeit nehmen. Das ist unlucky. Ja, der hat mir Follow Hope spendiert, der Butcher. Eine würdige Die Flamme von all meiner Schreckheit auf. Oh, wie der Dieb. Können wir da bitte das Ding da kaputt haben? Ich tanke den nämlich gerade. Ich werde auf jeden Fall auf Aegis spielen, weil das im Moment einfach am stärksten ist. Ja, du kriegst gleich Valera. Keine Sorge. Muss hier ganz schnell weg. Wir sind zwar Feuer 10. Nice Wound, verliere auch Damage, beziehungsweise Heal. Ihr macht keine halben Sachen. Schön gemacht. Immer die Krone switchen ist, glaube ich, ist eher das Ziel, das zum Ziel, das, der Weg, der zum Ziel führt, so. Jetzt geht er da auch all in. Jetzt geht sie. Eine Schande. Ich hatte so große Hoffnung. Schon besser, danke. Übernehmen Sie die Kontrolle über die Signale. Wir wollen es. Die Targets zu switchen ist schon wichtig, um immer das Ziel zu haben, viel Hope zu generieren. Und es geht immer nur mit denjenigen, die angreifen. Das muss einem bewusst sein, nicht diejenigen, die vielleicht hinten alle fünf Jahre mal irgendwas machen. Ich geh runter. Roger, oben. Nice. Nein, ich hätte Aegis machen können. Das war ein Fail von mir. Thank you.
gemacht. Jetzt müssen wir schon zu Zuli. Den Blind könnten wir mitnehmen gegen Tracer, aber bis jetzt ist er nicht so stark. Ich werde einfach die Leute mit in die Mitte ziehen. Nice one. Das ist die Jenna hier. Ah, glaube ich, bin RIP. Ah, Goddammit, haben sie mich leider nicht geholfen. Mir leider nicht geholfen. Schade. Ah, ich habe schon 32.000 geheilt. Passt soweit, aber sind ein bisschen zu deep gegangen. Ich hätte vorher auf die Jaina Dings machen sollen. Wie heißt? Aegis. Hab ich jetzt auf zu Jin gemacht. Naja, das ist noch nicht so optimal gewesen. Jetzt die Valera gegen die Ming verkackt. Werde jetzt, glaube ich, auf jeden Fall. Schauen wir mal die Angriffsgeschwindigkeit für den Butcher. Ich glaube, wir werden die Angriffsgeschwindigkeit mitnehmen. Ich bleib unten. Aber erstmal müssen wir 16 werden. Bisher sieht es noch ganz gut aus. Und der Gepäck dann, glaube ich, hier bei Bachi. Seid die hoch, ihr wird doch über hoch. Mein Leben soll euer Schild sein. Gott, der Mensch. Er ist trotzdem gestorben. Feindliche Festung. Das war nicht gut gespielt. Ich hatte warten sollen, der hatte gerade Tastingo und ich glaube, ich habe Tastingo interrupted. Ich weiß nicht genau. Ich habe versucht, es genau abzutimen. Das muss ich mir im Video nochmal anschauen. War ein wenig unlucky. Für den Schwarm! Ich bin zurückgekehrt. Wir sind gerade auch zu sehr verstreut. Ich hätte vielleicht doch unten beim Butcher bleiben sollen. Eieiei, ja, wir sind zu sehr verstreut. Nichts gedefft. Hallo, da. Dann geht Geschwindigkeit mit. Signale fahren hoch. Und die Zerf werden langsam unruhig. Ich muss mal weggehen zum Brunnen. Lebenspunkte holen. Wir sind zu sehr gesplittert. Es ist ein bisschen anstrengend für mich gerade. Nie wirklich alle in einem Teamfight dabei. Oh, die Jaina hat geruhlt. Ich auch mal mit hoch. Bleibt mir sowieso nichts anderes übrig. Nice. Das war wohl Tastingo. Autsch. Kann man da wirklich noch reingehen? Ich bin mir da nicht so sicher. Das war gut gemacht.
Und wieder ein bisschen Konzentration in mein Spiel reinbringen. Das waren nämlich die letzten zwei Unis, waren schon großer Fail. Ich muss halt aufpassen, wenn er Tastingo hat, dass ich das nach Ablauf von Tastingo einsetze. Oder bin ich ein Heal ready, habe ich ihn Heal und dann vielleicht Tastingo mache. Ich tank den ganzen scheiß Tower hier gerade. Oh, da irgendwas kaputt, da bin ich da. Oh Gott, der hat. Muss man mit Leben. Ich bleib einfach auch im Weg. Ich bin bei euch. No! Oh Gott, damn it! Komm, ein Frostblitz! Go, go! Oh, jetzt ist hier drin. No! Alle tot, alle Karasim. Schade. Der Karasim ist, glaube ich, auch den Damage-Bit gegangen, so wie ich das bis jetzt sehe. Gott, es war wieder ein großer Fehler gewesen, da hinterher zu gehen. In der Butcher wollte engagen, natürlich die Krone auf ihn gewechselt und naja, nicht einfach auf Range spielen sollen, anstatt an ihn hinzugehen, aber wieder nicht gut abgetan, weil er glaube ich seinen W ready hatte. Ich habe es nicht genau gesehen. Aber es sieht auch gut aus, trotzdem wieder eine fantastische Clown, wie es hier gerade abläuft. Die Hoffnung ist ein ewiger Quell. Haben wir dreimal gestorben. Ich gehorche. Mit klaren Zielen. Ich glaube, ich werde Shit auch noch mitnehmen. Gerade wenn wir jetzt am Chor fighten sollten. Das ist schon extrem stark. Okay, der Butcher kann da engagen. Mach das. Du hast Follow-up. Okay, jetzt kein Follow-up. Und Mr. Jaina ausradiert worden. Ja, die spielen jetzt alle zusammen. Oh, nice. Die Minions haben die Karasim gekillt. Oh, scheiße. Wir spielen jetzt 3 gegen 4. Das kann man gewinnen, so ist es nicht. Und ich habe Schild der Hoffnung nach ready. Also, wenn es böse wird. Wo immer ich gebraucht. Dann geht halt direkt all in. Nice. Schönes Spiel von Bachi. Snake wieder deffen. Alles gut. Euer Übel endet. Ja, das ist das, wohl. Genau genommen kleiner als der sich auf unseren Gegner. Oh fucking hell, das ist natürlich auch unglücklich. Aber es ist immer noch ein nahender Zerfschwarm. Nein! God damn it! Gut gekämpft, Helden!
Der Batsche war gut. MVP. Ich habe leider die Ultis nicht gut gesetzt. Und am Ende des Tages leider auch nicht so effektiv meinen Heal benutzt, wie ich das gerne gehabt hätte. Aber war, glaube ich, okay. 51k, das geht deutlich höher. Der Butcher hat alles vernichtet und der Zujin auch. Chain aber auch nicht schlecht, auch wenn es auf dem Blatt Papier ein bisschen scheiße aussah, aber der hat sehr aggressiv gespielt. Naja. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Partie wieder. Ich weiß gar nicht, was ansteht. Da gucken wir einfach mal. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.